Die Regeln sind relativ einfach in diesem Spiel. Es ist nur abhängig von welchem Modus du spielst. Wenn du Singleplayer oder Co-op spielst, ist das sehr ähnlich. Aber in dieses Spiel haben wir unser Start aus 4 Karten gebaut. Wenn du eine Erweiterung da reinwerfen willst, das macht auf jeden Fall Spaß. Mach das gerne. In normalen Variant hast du einen Platz, um Ressourcen zu sammeln. Das ist nämlich Industrie. Dann haben wir unser Residential Ort und dann haben wir unser Commercial Ort. So, in der Residential Ort können wir noch mehr bauen. In der Commercial Ort können wir Ressourcen tauschen und ein bisschen Geld sammeln. Aber jeder Zug läuft nach dem Folgendes. Du werfst den Würfel, die kannst du irgendwelche Art verändern, entweder eine Ressource abzugeben oder zwei Münzen abgeben. Und die Würfel kannst du dann am liebsten mit deiner Aktionkarte oder der Quarter, der Stadtteil, wo du bist, kombinieren, um eine zusätzliche Boni zu kriegen. So, jeder Platz hat eine Basis- und fortgeschrittene Aktion. Und wenn du eine Würfel damit kombinierst, ist das die fortgeschrittene Variante. Außerdem, wenn du keine Würfel benutzen hast, kriegst du dann zwei Münzen. Aber das Spiel läuft nach Folgendes. Du gehst durch den Stadt immer von Platz bis Platz. Also auf der Aktionkarte sagt es, wie viele Schritte du gehen musst, entweder 1 oder 2. Und dann nimmst du die Aktion da. Du würdest am liebsten dann die Ressourcen sammeln. Du musst dann eine Investment-Token platzieren, wo du warst. Und wenn es eine Investment-Token gibt, wo du schon bist, darfst du dann die nächste Phase nicht machen, wo du die Ressourcen sammelst oder du ein Gebäude baust. Das dürfte nicht da sein, wenn du diese Aktion nehmen willst. Aber wenn es nicht da ist, darfst du die Aktion machen. Zum Beispiel, wie gesagt, kannst du die Ressourcen nehmen, aber nämlich willst du dann die Gebäude bauen. Die Gebäude sind auch anders. Manche haben eine Reihenfolge, wie die gebaut werden müssen. Manche haben keine davon. Manche geben dir dann Bonis, die du kriegen kannst, wenn du einen Teil fertig gemacht hast. Und die sind sehr nett erklärt auf diese Karte hier. Alles ist sehr, sehr gut gemacht, also mit Player Aids. Farben sehen gut aus, Kunst sieht gut aus, das kann man unbedingt in diesem Spiel sehen. Alles ist sehr gut mit Symbology und die unterschiedlichen Farben auf die Karten von den Würfels bedeutet, welche Art Karte es ist. Aber sobald jemand alle seine Investment-Tokens verbraucht hat, hat man das Spiel verloren. Sobald jemand keine mehr Zeit hat in der Rundmache, hat man das Spiel verloren. Und man gewinnt das Spiel eigentlich nur, wann man diese kompletten Gebäude gebaut hat. Das gegeneinander Modus ist relativ unterschiedlich. Also statt das Gebäude zu bauen, erfüllen wir irgendwelche Projekte. Wir haben nur 10 Runden und wann wir Gebäude wegnehmen können, das ist was ganz spezial in dieser Art ist, kannst du die wegnehmen von den Projektkarten, aber es muss nicht deine Farbe sein. Das macht der Gegeneinander-Modus sehr teklat und wenn du Interesse daran hast, ich bitte dich dann weiter Anleitung online zu lesen, wann wäre das Kampagne, aber hier heute spielen wir dann der Koop-Modus und ich freue mich, dass du zuschaust. Hey BGDS, herzlich willkommen. Und heute habe ich eine Frage. Ja, was ist dann die Frage? Ark, what's cooking? Okay, what's cooking ist Micro City. Diese Art what's cooking ist unsere durchgespielte Reihe. So, hier siehst du ein Playthrough von einem Spiel, was auf Spieleschmiede kommen werde. So, es gibt schon natürlich dann auf Englisch und irgendwann wird das eine deutsche Variant rauskommen. Mhm. Und ja, wir wollen, dass ihr seht, wie das Spiel gespielt wird. Und ja. Es gibt unterschiedliche Modus. Natürlich, also es gibt einen Solo-Modus, mhm. Es gibt einen Koop-Modus und mhm. einen Competitive-Modus, also gegeneinander. Und heute Abend spielen wir? Wir spielen Koop. Ha, prima. So, wir spielen Koop und es gibt unterschiedliche Niveaus hier auf die Karten und wir sind hier in der mittleren Niveau. Wir haben 10 Runden, um dieses Gebäude zu schaffen. Ja, wir können schon dann loslegen, oder? Ja, du kannst zuerst gehen. Danke. Also ich nehme die Karte, womit wir spielen, auf die Hand. Wir werfen die Würfel. Okay, wir suchen dann eine Farbe aus. Ich bin Startspieler. Ja. Und ich würde sagen, es wäre mir am liebsten hier ein bisschen Metall zu sammeln. Wir müssen von 1 bis 4 gehen.
So, zuerst brauche ich dann Metall und eine 2 wäre nett, aber gibt es keine 2. Ja? Und dein Mensch ist blau, richtig? Genau, genau, okay. Genau. Und du bist rot. Ich bin rot. Aber hier haben wir eine 1 und du wolltest vielleicht Kohle in diese Wunde sammeln. Ich glaube schon, ja. Dann, ich gebe dir dann die beiden Würfel. Thema? Oh ja, und das stimmt. Ich nehme dann die rote, also wir müssen eine Farbe nehmen. Es ist für mich dann im Endeffekt egal, dann suche ich eine Karte aus und ich muss dann 2 Schritte gehen und ich spiele diese Karte. Es gibt eine Ablagestapel, da legen wir unsere Karte, die wir benutzen haben, und ich mache zuerst dieses Basic Action, also, und ich gehe dann 2 Schritte hierher und es sagte, ich könnte eine Münze abgeben, um eine Rohstoff meiner Wahl zu bekommen. Ich nehme dann am liebsten ein Metall. Und dann von dem Basic Action hier nehme ich noch ein Metall. Oh, das ist gut für uns. Mein Zug wegen diese in Endeffekt zu Ende. Und weil ich keine von meinen Würfeln benutzen hat, kriege ich doch noch eine Münze zurück. Okay, und... Und auch... Ah ja, danke. Wir müssen dann ein Haus hier bauen. Ja. Ich glaube, ich spiele diese Karte hier. Okay. Ich will einen Schritt in diese Richtung gehen. Alles klar. Und dann, ich bekomme, glaube ich, 2 Münzen. Oder eine Rohstoff, eine Ware. Mm. So, entweder oder. So, das ist die erste. Zweite ist 2 Kohle. Und dann... So, ich glaube, warum nicht? Ein Metall. Okay. Ich glaube, das ist gut. Oh, das ist meine Sache. Deins ist hier. Oh, Leute. Okay. Oh, schade. Okay, dann bekomme ich... So, ich benutze diese. Und was bedeutet das, mein Schatz? Ja, diese Waffe besagt, dass du dann 2-mal die Kohle bekommen wirst. Perfekt, okay. So 2-mal? Ja, so 2-mal Kohle hast du. Und dann ein Haus? Wird da gebaut. Prima. Ja, müssen auf die Häuser natürlich aufpassen, weil sobald wir keine Häuser mehr haben, ist das Spiel dann zu Ende. Und diese Zeit? Ja, und so die erste Runde ist schon um, Zeit läuft und wir werfen mal wieder die Würfel. Danke. Gerne, gerne. Und ja, ich würde am liebsten bauen, aber ich sehe doch kein 3. Ich brauche eine 3, um zu bauen. Also, wirst du eine Würfel für mich ändern? Ich kann, ja. Das kostet dich dann 2 Münzen. 2. Und von daraus machen wir das eine 3. Also was hattest du vor? Wo würdest du dann hingehen? Auch bauen. Auch dann aber bauen. Aber du musst zuerst bauen. Ja, ich muss zuerst bauen. Genau, ja. Genau. Aber hier könntest du zum Beispiel Ressourcen tauschen. Und dann hast du schon eine 6. Oder könnte ein Material, diese Ja, umtauschen. Umtauschen. Genau. Eine Rohstoff umtauschen. Ja, dann nehme ich mir die blaue Würfel. Okay. Und du kriegst dann die rote wieder. Hey, das ist unsere Figurenfarben. Und ja, ich gehe dann... Oh, ich muss zuerst eine Karte verwenden. Ich mache das ganz einfach. Kannst du in diese Richtung gehen? Ich... Ja, wird das dir helfen? Ja. Okay, ja. Dann kann ich... ja, beide kosten mich also eine 3 Würfel. Und aber ich nehme schon ein Haus weg, gehe hierher, ich benutze die 3. So, um zu bauen, muss ich die fortgeschrittene Aktion nutzen. Und das ist in diesem Platz dann bauen. Und ich baue die ersten Teil diesen, also kennst du diese Gebäude? Wir haben gar nicht darüber gesprochen. Also die Symphony. Sydney, ich weiß nicht, was die genauso die Name ist. Ach, auf jeden Fall. 1, 2. Und ja, das habe ich schon gebaut. Diese große Sydney House. Haben wir auch hier ein Gebäude. Okay, ich brauche die Karten. Dann hier sind die Karten für dich.
glaube, ich benutze diese Karte hier. So, okay. Ich spiele, ich kann set eine Waffe auf eine beliebte Zahl. Ja, yeah, so, ich glaube, drei. Waffe drei. Jetzt machst du eine drei, okay. So, ich bewege mich einmal und dann baue ich ein Haus. Mann, machen wir 10 Runden? Alter, wir brauchen nichts. Oh, oh ja, nein, ich habe kein Geld. Du hast gar kein Geld mehr? Ach so. Warum nicht? Ja, du hast mir geholfen. Ach, das stimmt. Ich, ja, ich hatte diese Karte. Okay, dann kann ich das diese Karte nicht benutzt. So, ich war hier. Also du könntest die Münzen dann kriegen. Ja, das stimmt. Zwei Münzen? Zwei Münzen. Und das bekomme ich. Fertig? Ich zurück. Und das geht da. Oh Mann, ich war zu schnell stolz auf uns. Ja, wir waren aber das ist okay. Zu aufgeregt. Wir helfen einander und das kriegen wir zusammen hin. Genau. Ja, dann werfen wir wieder. Also Seid geht. Für nochmal. Und ja, Mann, ich bekomme niemals die Zahl, die ich haben will. Aber ist okay. Ein Schritt zum Bewegen. Und okay. Zwei Schritte. Wir brauchen zuerst, dass du bauen kannst. Ne? Mhm. Sehe ich das richtig? Ja. Du musst dann zwei Schritte gehen. Mhm. So, ich muss etwas nicht super spektakulär machen. Ich spiele diese Karte aus. Ich gehe einen Schritt. Und diese Richtung? Ich benutze die Aktion gar nicht. Also wir haben noch nicht entschieden. Du konntest auch in diese Richtung gehen. Nee, nee. Okay. Ich wollte noch mehr Metall sammeln. Mhm. Aber du brauchst bauen. Und dafür, ich gebe dir dann die blaue Würfel. Mhm. Und ich nehme dann die roten, weil ich die gar nicht benutzen will. Okay? Okay. Weil, okay, so ich bekomme ein Metall. Mhm. Und hier, also für deinen nächsten Zug, ja, das habe ich gar nicht benutzt. Ich habe nicht genug Münzen dafür, ach, egal welcher Action. Aber ich muss sowieso bewegen. Aber ich habe diese Karte für dich hier gelassen, weil mit dieser Karte kannst du ein Haus schon wegnehmen oder Ressourcen bekommen. Das stimmt. Und das heißt, du darfst dann hier hinkommen. Oh, freut mich. Und du brauchst genauso zwei Schritte. Das ist gut für meinen Zug. Ja. Okay. Bist du fertig? Ja, natürlich. Ich habe auch gerade deinen Zug gemacht. Das stimmt. Aber fast. Okay, ich benutze diese Karte hier. Und ich gehe zwei Schritte vorne. Und liege hier. Aber ich will dieses Haus wegnehmen. Und dann benutze ich diese Waffe. Und baue ich, weil ich genug Ressourcen habe. Ja, du hast genug Geld. Und Ressourcen. 1, 2 Kohle und 1. Dann baue ich ein Haus hier. Hm. Und was bedeutet diese? Wir kriegen dann eine von den Karten zurück. Was sollen wir bekommen? Das ist eigentlich relativ egal, weil wir sollen dann vielleicht alle die Karte zurückbekommen in diesem Zug. Das stimmt. Warum nicht? Aber ja, das geht. Okay. Schon gut. Dann bin ich fertig. Mhm. Okay. Ja, jetzt haben wir noch eine Runde fertig gemacht. Und Zeit läuft. Wir müssen immer dann die Würfel wieder werfen. Aber was etwas, was ein bisschen, führt ein bisschen lame, oh. ist, dass... Oh, warte. Genau, okay. Dass wir dann keine Karten hiervon benutzen können. Mhm. Wir müssen die dann doch zurückbekommen. So, wir nehmen dann die ganze Stapel zurück. Und wir müssen jeder von unseren Menschen dann in irgendwelche Richtungen bewegen. Ich habe schon eine Empfehlung, was ich für uns empfehlen werde. Siehst du das schon? Wir gehen in diese Richtung. Ja, du siehst das sehr gut. Lustigerweise ist das eine Erweiterungskarte.
was ich sehr stark und cool finde. Also dieses Logistikplatz hier. Mhm. Das hilft uns, um die Häuser dann wegzunehmen. Und das ist auch von einer Erweiterung. Es macht aber nichts, außer in unserem Weg zu stehen. Sieht schon aus, aber keine unserer Bauarbeiter wollen durch den Park spaziergehen. Die gehen immer umherum. Mhm. Also für leider. Mich ist das dann die Frage, wo ich hingehen will. Eigentlich nicht so weit weg von Metall, weil ich noch mehr Metall brauche. Ich würde dann da hingehen. Und ja, also wir müssen zuerst eigentlich unsere Würfel aussuchen. Ich sehe, also ein 3 könnte mir helfen. Das stimmt. Und es ist egal, welche. Ich nehme die blaue. Du verwendest ein 2 und 1. Und ja, ich gehe dann hier hin. Wo? Danke. Und hier in diesem Platz kann ich Material austauschen. Du hast schon eine Metall, ne? Ja, habe ich. Vielleicht sammelst du dann bald wieder Metall und okay. Ich nehme Kohle. Okay. Weil wenn ich diese Würfel benutze, kann ich 1 ausgeben für 2 Kohle. Oh, das ist wunderbar. Und ich kriege eine Münze. Oh. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Also, dann sind wir schon bereit für die 4. Runde. Wir brauchen nur mehr Metall. Und wie viele Runde haben wir noch? Oh, wow. Also, wir sind noch auf Runde 7. Also das Spiel ist gar nicht so lang. Ja. Wir spielen von 10 bis 45 Minuten. Und die 45 Minuten sind für die... Es gibt eine lange Variante, wo du mehrere Gebäude in eine Runde bauen willst. Es gibt auch einen Hafen, die man dazu packen kann. Und es gibt 2 extra Ziele. Und mit dieser Hafen bekommst du immer 10 extra Runden. Also nicht nur ein paar, sondern 10 extra Runden. So, wenn du die 10-Minuten-Variante zu kurz findest, dann kannst du das ein bisschen länger machen. Das stimmt. Aber nicht heute. Nee, wir spielen dann die kurze Variante dann für heute. Aber ja, das war ungefähr mein Zug. Okay, dann bewege ich mich hier. Genau, sehr schlau. Oh, ja, weil... Ja, wir haben fast verloren mit der Situation, die wir gerade haben. Ich helfe. Das stimmt. Okay, ja. Du nimmst dann 2 Gebäude weg. Ich glaube, diese hier und auch diese. Ja, sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Okay. Außer, ich will die Kohle sammeln. Wir haben schon genug Kohle. Eigentlich, also was denkst du über ein Haus von den Residential-Ort wegzunehmen? Oh, wir brauchen auch diesen Platz. Okay. So. Also statt von hier, einer von die beiden. Okay. Und dann, du bekommst doch ein Haus. Genau. Und dann sind wir schon fertig mit dieser Runde. Also diese Runde, wo wir Karte zurückbekommen, für mich ist immer auch... Fühle, als ob ich eine ganze Zug geschenkt hat. Ja. Zu diesen Karten kann man ein bisschen was machen, aber nicht viel. Nicht so viel. Ja, es läuft sehr gut. Also wir spielen sehr sympathisch. So, wir werfen dir wieder die Würfel. Und die Frage ist, was wir dann doch machen wollen. Du willst vielleicht unbedingt jetzt Metall sammeln. Ja, auf jeden Fall. Du brauchst Metall. Bevor wir etwas bauen können. Darf ich die blaue benutzen? Natürlich darfst du dann die blaue haben. Ich würde dann gern die rot haben. Natürlich, aber was will ich dann machen? Ich weiß es nicht. Ich habe ein 1. Okay. Können wir ein Gebäude wegnehmen? Oh, bitte. Wir haben eine... 2 Häuser. Genau. Aber ich... Weißt du, was ganz schwer ist? Du könntest in diese Richtung gehen. Und den nächsten Zug kannst du hier hingehen. Und dann bauen. Mhm. Nein. 1, 2. Na
Eigentlich ist das relativ schwer. Ich will am liebsten zwei Gebäude wegnehmen, aber nicht lange überlegen, Ark. Ich nehme dann doch einfach diese Karte. Ich gehe dann einen Schritt und die Richtung, wo ich hingehe, will, ist dahin. Ich nehme mir noch... Du warst hier? Du kennst? Ich war hier. Ah! Ja. Ach so. Ich nehme mir noch eine Kohle. Okay. Ich nehme ein Gebäude dann doch weg. Ich mache die Gebäude weg für dich. Oh, danke. Und dann muss ich doch ein Haus hier bauen. Okay. Hier sind die Karte. Okay. Die Karten. Karten. So, ich gehe zwei Schritt in diese Richtung. Benutze ich Nummer 2. Mhm. Und wenn ich Nummer 2 benutze, bekomme ich 2. Richtig. Und, Entschuldigung, ich habe diese vergessen. So, ich nehme ein Haus weg. Mhm. Diese hier? Oder nein? Du bist fertig. Brauchst du nicht. Okay. Aber du musst doch eins bauen, wo du bist. Das stimmt. Okay, dann bin ich fertig. Sind wir schon bei der nächsten Runde hier. Mhm. Und wir würfeln dann wieder die Würfel. Oh, oh. Willst du würfeln? Okay, ja. Das zählt nicht. Ach, danke. Ja, ich kann. Wir hören Bock auf. Du, wir müssen die Würfeln dann teilen miteinander. Ja. Das ist wichtig. Co-op. Co-op. Die Würfeln sind Co-op. Oh, es gibt keinen 3. Genau. Wir wollen beide bauen, ne? Ja, wir haben nur noch 2 Häuser. Mhm. Wir können das nicht schaffen. Du sagst, weil es kein 3 gibt. Richtig? Ja, ich benutze ein Haus für bauen und ein Haus, wo ich so bleiben. Wir müssen dann wieder Häuser wegnehmen. Wann möglich? Ist knapp. Mhm. Ist schon knapp. Und du kannst auch 2 Mützen benutzen. Für was? Ein Haus wegnehmen, oder? Mhm. Ja, wir haben nur eine einzige Karte, mehr wo es besagt, wir dürfen ein Haus wegmachen. Aber ja, man kann dann Geld ausgeben dafür. Mhm. Das siehst du richtig. Ah, Alter. Okay. Weißt du, was ich dann machen will? Was? Ich gebe 2 Münzen aus, mhm, um ein Haus wegzunehmen. Prima. Und dieser Haus wäre... Das Haus. Das. Okay. Und ja, das kann man noch machen in der Vorbereitungsphase. Außerdem, du brauchst doch eine 3. Ich gebe eine Kohle aus, um die 2 eine 3 zu machen. Okay, so ich bekomme... Am liebsten hast du dann die rote Würfel. Danke. Ich nehme dann für meinen Charakter hier... Ich habe auch so... Die beiden. Du hast genauso, was du brauchst, um zu bauen. Ja. Aber... Was brauche ich? Okay, ganz einfach. Ich benutze dann doch keine Aktion davon. Ich habe schon meine Münzen ausgegeben. Gehe 1 und 2 in diese Richtung. Okay. Muss dann ein Gebäude da setzen. Stimmt. Ich kann was tauschen. Tauschen will ich eigentlich nicht. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Okay. Aber ich kriege doch eine Münze. Okay. Zurück. Und weil ich keine von meinen Würfel benutzen habe, kriege ich noch eine Münze. Dann ist es dein Zug. Ist es zu spät, ein Haus wegzunehmen? Was meinst du, ein Haus wegzunehmen? So, ich gehe hier. Dann baue ich. Ah, du meinst, wir hatten doch... Ja. ...schon am liebsten noch ein Haus weggenommen. Weil ich benutze 2 Häuser. Ja. Ja, dann haben wir...
vielleicht verloren, oder? Außer wenn ich sage, okay, aus Versehen hatte ich meinen Zug sehr schlecht geplant. Ich nehme die Karte zurück. Und ich war hier, ne? Mhm. Und statt dahin zu gehen, nein, also, das kriegen wir vielleicht nicht hin, oder? Ja, weil ich meinen Zug verballert hat. Also, wegen was ich gemacht habe in meinem Zug, würde ich sagen, okay, ich nehme das zurück. Und ich sage, machen wir das etwas anders. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Ich habe alles gemacht, was ich machen könnte. Kannst du was machen, um die Häuser wegzunehmen, oder ja, so wie? Du kannst auch ein Metal benutzen. Also eine Rohstoffe kannst eine du Rohstoffe, abgeben? Um ein Haus wegzunehmen. Ah, okay. Dann könnte ich im Endeffekt die gleiche Zug machen, wie ich gemacht habe? Ja. Alles klar. Dann mache ich doch, was ich gemacht habe. Gehe hier hin. Blablabla. Ich wollte keine Sachen ausgeben, und ich bleibe bei dem und das habe ich nicht verändert. Okay. Dann bist du dann wieder dran. Aber war ich... Ich war hier. Ja, du warst schon dabei. Und jetzt... Das war, okay. Jetzt hast du die Karten, ne? Doch, hast das auch. Okay. Jetzt hast du die Karten zum Ausfahren. Mm. Ja. Es ist fast egal. Aber warum nicht? Okay, ich bekomme 2 Münzen, 1, 2. Mhm. Und dann bewege ich mich in diese Richtung und baue ich ein Haus. Hier. 2 Meter. Nee, du baust einen Teil dieses Gebäude, kein ja, Haus. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein Gebäude. Genau. Und auch ein Haus wird dann da gebaut. Wir dürfen nochmal eine Karte aussuchen. Von der Stapel. Das stimmt. Ich würde sagen, wir sollen eine Karte aussuchen, womit wir Häuser wegnehmen können. Hier. Genau. Du musst nur einen Schritt. Du hast recht. Du siehst das alles richtig. Sehr schön. Ich habe recht. Wie immer. Jungs, oder? Okay, dann. So, bin ich dran oder willst du nochmal werfen? Oh ja, die Zeit läuft. Okay. Hoffentlich haben wir da immer erinnert. Wir sind entweder bei unserer, also dritte Runde oder zweite, letzte Runde. So, hier haben wir Waffeln. Hast du gut gewürfelt? Was war das? 2? Ja, ich höre nicht mehr. Ich habe das geändert. Verändert. Nochmal werfen. Ist alles gut. Jetzt ist das eine 2. Okay. Ich brauche eine 2. Und am liebsten eine 1. Ich nehme die blaue. Oh, okay. Sehr einfach. Dann ich nehme die. Ich will die haben. Dann sind wir schon knapp am Ende dieses Spiels. Ich würde mich ja, bewegen. Bitte. In diese Richtung, ja? Ich bewege. Und ich bezahle die 1 auf die Karte, um 2 Häuser wegzunehmen. Bob, bob, egal prima. Welche. Und dann baue ich noch etwas. Ich gebe aus 1 Münze und die 2 Kohle. Und ja, dafür habe ich die 2 bezahlt. Ein Haus hier und ein Haus hier. Und wir haben etwas sehr schön in Sydney, Australia gebaut. Und wir haben es zusammen geschafft. Gut gemacht. Gut gespielt. Mein Schatz. Okay, und wir hatten noch... also 2 Runde, wir könnten das im Endeffekt hoffentlich, also wann wir das richtig gemacht haben. Ja, ein bisschen in der Cleaner-Phase kann man natürlich ein paar Sachen vergessen, wenn man nicht aufpasst. Ja. Aber ja, so wie es läuft, ist es nicht so schwer. Ich werde vielleicht empfehlen, nächstes Mal spielen wir die fortgeschrittene Variante, wo wir nur 8 Runden haben, um alles zu schaffen. Das wäre dann knapp. Aber ich finde, also dieser liegende Platz hilft mindestens, wenn man in Not ist. Aber auch dieses Garten finde ich schon... ja, willst du ein paar Dinge sagen? Dein erster Eindruck zu diesem Spiel? Spaß. Ja, überall finde ich diese Co-op-Spiel besser als gegeneinander. Mhm. Und es war... Ich finde die Farben sehr, sehr schön. Ja, optisch sieht das Spiel relativ gut aus. Mhm. Es ist für mich,
ist das Spiel sehr vorteilhaft, weil man das immer irgendwo mitbringen könnte. Das einzige Ängste, was ich hatten werde, ist wegen Wind, wenn man sowas spielt. Normalerweise aber hast du etwas auf die Karten, die dahin liegen. Das stimmt. Aber zum Beispiel die Rohstoffekarten, diese kleinen Tokens sind nicht schwer genug, um das runterzuhalten, wenn es ein großes Wind oder sowas kommt und alles wegnehmen könnte. Aber außerdem kann man das also im Auto mitbringen, also bei jeder also Versammlung mit der Familie. Das stimmt. Wenn du Familien besuchst, ist das sehr klein, kannst du alles sehr, einpacken. Sehr klein. Und also Camping, natürlich beim Café. Zug. Café, Zug, also es ist relativ klein, diese Footprint von diesem Spiel, sagen wir auf Englisch. Aber es gibt auch noch kleinere Rohstoffkarten. Und so, dann ist das Spielfeld noch kleiner. Und das ist ein sehr großes Vorteil für mich, weil wenn du kleine Kinder hast und du alles packen musst und hast schon so viele Sachen, noch ein kleines Spiel, wo du denkst, ah, vielleicht kann Rachel und ich sowas spielen im Abend oder kann Rachel mit Uriah spielen im Abend, wenn er Bock hat. Das ist ein sehr großes Pluspunkt für mich für dieses Spiel, dass es so klein packt. Ja. Und es ist auch nicht kompliziert. Solo-Modus ist natürlich sehr cool, wenn du ein Spiel hast. Also bei den meisten Koop-Spiele sehe ich immer einen Grund, einen Solo-Modus zu haben. Ja, das stimmt. Wenn du das alleine spielen kannst, kannst du das auch zusammen mit mehreren Menschen spielen. Aber es ist nicht aus ob, oh, das ist nur wirklich für Solo-Spiele gedacht. Mhm. Und zwei Leute können das spielen. Das stimmt. Und aber eine sagt die ganze Zeit, was wir machen dann sollen. Oh. Also, es gibt Spiele, wo es im Endeffekt nur wirklich ein Solo-Spiel ist und jemand ist dabei und ihr überlegt zusammen. Mhm. Aber hier mussten wir die Würfel verteilen. Genau. Und wir müssen auch, also wir können Münzen abgeben, um einander zu helfen. Und wir müssen die unterschiedliche Karte ausgeben. Und so, wann wir dann falsch gespielt haben, irgendwie. Dann haben wir verloren. Ja, haben wir verloren. Oder wir mussten zwei Schritte bewegen, aber wir haben nur Einschritt-Karten in unserer Hand. Ist das relativ schwer. Also es ist sehr puzzelig manchmal. Mhm. Du überlegst und sehr nettes Spiel, was man immer zu mitnehmen bringen kannst bei jeder Dings. Ja, so das ist auf jeden Fall What's Cooking. Wupp. Bei Spieleschmiede. Wir freuen uns auf die deutsche Variante dieses Spiels. Natürlich sind diese Karten auf Englisch. Die werden auf jeden Fall auf Deutsch dann produziert. Und ja, ich freue mich, dass dieses Spiel zu Deutschland kommt. Ja, ich auch. Dann, das war ein sehr netter Snack. Micro City. Wir freuen uns auf euch. Bitte vergesst nicht, den Subscribe-Button zu smashen. Oh. Smash that Like-Button und Subscribe-Button und schau doch noch mal wieder für mehrere guten Content, wo die zwei Amis manchmal dabei sind und wir versuchen auf Deutsch zu reden. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, wir bedanken uns. Ja, tschüss. Tschüss.